Abend und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 7 Tage, 7 Köpfe. Ich moderiere zum ersten Mal aus dem Homeoffice. Warum, ist wahrscheinlich jedem klar, ne? Es liegt auf der Hand. Logisch, die Spritpreise. Ja. Also, nein, im Ernst. Ja, mich hat Corona zum zweiten Mal erwischt, aber mir geht's gut. Ich habe keine Symptome. Dafür aber richtig Lust auf die Sendung. So leicht werdet ihr mich einfach nicht los. Toll, ja, wir freuen uns. Ja. Hey. Oh, Guido. Ihr könnt einfach lügen, ohne rot zu werden. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Kommen wir zu was Positivem. Also, nein, nicht zu mir, zu was anderem Positiven. Der Frühling ist zurück, Freunde. Ja, das ist schön, denn es wird endlich wieder wärmer. Diese Woche bis zu 20 Grad und das ganz ohne russisches Gas. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber die Jüngeren, die kennen das Wort wahrscheinlich gar nicht. Frühlingsgefühle, heute heißt das irgendwie Freundschaft plus oder so. Ja, und das heißt eigentlich, dass man ganz arg riemig ist. Oder rösig. Man kann auch sagen wuschig oder rallig. Aber das alles nur so zur Info. Ja, Frühling, ne? Alles sprießt und blüht. So ein bisschen wie auf dem Gesicht von so einem Pubertierenden. Pizza Fungi mit extra Mais. Ja, die tun mir auch leid, wirklich, muss ich echt sagen. Also, wenn man sich den Badezimmerspiegel anguckt, erinnert mich immer so ein bisschen an meine Windschutzscheibe in den 90ern, als es noch Insekten gab. Und der Frühlingsbeginn, der ist ja auch die Tag- und Nachtgleiche. Ne? Das haben die Teenager ja das ganze Jahr. 18 Stunden schlafen und den Rest ruhen sie sich dann aus. Ja, als Eltern fragt man sich oft, wohnen die eigentlich noch bei einem oder sind die einfach nur da aufgebahrt? Ja, ne, und Ich finde Frühlingsgefühle anstrengend, oder? Frühlingsgefühle, ich bin 50, ich will keine Frühlingsgefühle. Bei mir kommt noch zehnmal der Nikolaus, aber ich 60, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ab mir wissen, Alter, Sex zu haben, das ist mit, oh, wisst ihr, das ist so, kennt ihr das nicht? Mit 20 hast du Sex überall in der Wohnung, mit 40 nur noch im Wohnzimmer, mit 50 triffst du dich im Flur und denkst, fick dir doch selber. Weißt du, man hat keinen Bock mehr, das ist so, Entschuldigung, aber kann man ja auch mal als Frau sagen. Aber ja, bei mir ist das Problem, ich trage nachts eine Beißschiene. Da ist so Dirty Talk einfach auch schwierig. Ja. Da hast du so eine Beißschiene nachts, weißt du, dann nimmst du die raus, das sieht immer so aus, als ob du so ein Stück Pizza Margherita langsam aus dem Mund ziehst. Dann hängen hier die Käsefäden dran, das ist doch nicht erotisch. Und dann denkst du dir, okay, im Film hast du gesehen, nee, holen dir mal Eiswürfel, weißt du? Und ja, lassen die so erotisch über den Brustkörper des Mannes gleiten. Ich muss in die Küche, hier in meinem Netzkörper-Outfit, das brennt schon im Schritt. Und dann rennst du in die Küche, holst aus dem Tiefkühlfach hier diese Eispackung raus, mit den klopfst sie auf den Tisch, dass die Eiswürfel rausliegen. Dann musst du unten auf dem Boden rumkrochen, ist von hinten auch nicht schön, wollte neulich in der Karte durchziehen. Und dann willst du diese Eiswürfel haben, rennst damit ins Schlafzimmer, reibst es so auf die Brust und denkst, das muss doch mal erotisch gleiten, dann bappt der so fest. Und dann hängt der da. Da hab ich schon keinen Bock mehr und nur noch Hunger auf Eierkuchen. Kennt ihr das nicht? Da hast einfach keine Lust mehr. Hängt es sich auch. Bei dir läuft ja, du hast ja wenigstens noch was. Bei mir ist ja, wenn Frühling ist, dann wird bei uns geputzt. Wir machen Frühjahrsputz. Meine Freundin ist kein Scherz, sie macht Frühjahrsputz, ist ganz wichtig. Sieht bei ihr anders aus, die will immer gleich renovieren. Meine Freundin will immer alles neu haben, die will das neu. Und dann wollte sie das Badezimmer neu haben, also eine Rain Shower wollte sie haben. Eine Rain Shower. Was ist denn Rain Shower? Eine Regendusche. Ach, so ein Loch in der Decke. Oder?
So, jetzt habe ich also das ganze Bad renoviert. Jetzt hatte die einen Kronleuchter geschenkt bekommen von ihrer Freundin. Der sollte an die Decke. Wiegt 150 Kilo, das Ding. Altbau. Die Bohrmaschine hat ja auch nicht gepasst. Warum bohren? Wird Krach machen? Bohren? Muss man das? Ist auch eine geile Frage von meiner Freundin. Muss man das bohren? 100 Kilo. Ich sage, nein, wir können Tesafilm nehmen, brauchen aber einige Rollen. Ich hole die Bohrmaschine und meine Freundin, ich liebe sie sehr, steht da aber neben mir, wenn ich arbeite, und kommentiert ungefragt. Die kommentiert dann so, die macht dann so Geräusche, so Ich mit der Bohrmaschine auf der Leiter, Ich sag, was willst du denn? Ist das die Mitte? Meinst du, es ist die Mitte? Ich sag, es ist die Mitte. Und dann bohre ich und es passierte genau das. Treffe mittendrin, hat keiner ahnen können, ein Wasserrohr. Das ist am Spritzen wie die Sau. Sie steht da, was ist das? Was ist das? Und ich sag dir, das ist deine Regendusche, wolltest du immer haben. Das ist bei mir Frühling. Also Frühling ist schon toll. Frühling ist, wenn im Garten alles zum Leben erwacht, ne? Aber nicht nur die Blumen kommen raus, auch das Unkraut. Ja, dann hast du den ganzen Winter, siehst du nichts und dann kommt ein Sonnenstrahl und zack, das Zeug ist schneller draußen als ein Maulwurf bei Hochwasser. Dreckspflanzen. Ich habe es ein Jahr lang mit Chemie versucht. Das hat funktioniert. Dann hatte ich aber den Rest des Sommers so einen Steingarten. Das war auch nicht schön. Hast du Unkraut. Ja. Sonnige Frühlingsanfang hat auch seine Schattenseiten. Wir erleben den wohl heißesten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch deshalb wurde heute in 50 deutschen Städten zum globalen Klimastreik aufgerufen. Mhm. Paul, warst du auch mit dabei? Ach ja, es ist ja auch immer was anderes. Ja, ja. Das stresst mich ja auch. Ständig kriegst du neue Klamotten um die Ohren gehauen. Ne? Dann kommt meine Tochter noch hier, Friday for Future. Papa, du weißt doch, Stillstand ist der Tod. Ich sage, ach, deshalb sind das bei dir keine Kopf-, sondern Phantomschmerzen. Die gehen mir so auf die Nerven, die Kids, ja? Das nervt so. Friday, warum denn Friday? Sollen sie mal machen Sunday for Future, mal gucken, wie viel dann kommen. Aber dann liegen sie ja bis 17 Uhr im Bett. Ne? Die sollen sich mal mit meinem Vater unterhalten. Der ist 83, trinkt morgens seinen Kaffee noch mit Baileys. Wenn ich dem komme mit CO2-Fußabdruck, dachte, der brauche ich nicht, ich habe Stallkappen. Weißt du, einfach mal, nein, oder dieses... Wenn ich meinem Vater dann sage, hier hast du keine Angst vor sozialer Ächtung, ne? Dann sagt der Junge, ich bin 83, was wollen Sie denn machen? Der kommt dann wieder mit dem Grundgesetz und dann macht er irgendwas Verrücktes. Ne? Dann verbrennt er alte Autoreifen im Vorgarten. Aber so als Statement. Ne? Dann riesen Rauchschwaden hoch, wie damals die Ölquellen im Iran. Ich sag, Papa, das kannst du nicht machen. Ja, sagt er, stimmt, Gummi brennt schlecht, ich musste Nitro nehmen. Das Zeichen, dass der Frühling da ist, ist für mich einfach der Klimastreik. Da weißt du, jetzt geht's wieder los. Die Fridays for Future-Demos, muss man sagen, gehen in die nächste Runde. Und in Hannover gab es besondere Nachrichten. Dort haben die Organisatoren die Musikerin Ronja von Marzahn, hieß sie, glaube ich. Ist es deine Schwester eigentlich? Oder? Nee, ist mein Sohn. Ah, verstehe. Never joke with names. Sie heißt Ronja Malzahn. Und sie durfte auf der Demo in Hannover nicht auftreten. Und zwar, weil sie... Haare hat. Und zwar auf dem Kopf, und zwar besondere Haare, Dreadlocks. Dreadlocks, absolut undenkbar für eine Frau mit weißer Hautfarbe, denn das ist eine Frisur, die nur schwarze Frauen tragen dürfen. Denn das ist dann, Achtung, Fachbegriff, liebe Dreiser-Zuschauer, kulturelle Aneignung und damit eine Diskriminierung schwarzer und indigener Personen. Aha. Ist so. Man muss sagen, jede Kunstform ist ja sozusagen Ergebnis des Einflusses anderer fremder Kunstformen. So haben Künstler gerade Unterdrückten oft eine Stimme gegeben. Elvis Presley zum Beispiel hat sich der schwarzen Musik eines Chuck Berry bedient und hat so weiße Radiosender fast dazu gezwungen, in den USA endlich die Musik zu spielen, die sie nicht spielen wollten. Das heißt, wenn man jetzt sagt, eine Frau, die eine weiße Hautfarbe hat und Dreadlocks hat, darf nicht auf die Bühne, dann ist das in etwa so absurd wie die Forderung der Amazon Studios, dass nur noch schwule Schauspieler schwule Menschen spielen sollen. Als ich das gehört habe, habe ich mich zum Beispiel gefragt, muss ein Schauspieler dann auch jemanden umgebracht haben, um einen Mörder spielen zu können? Ja, wahrscheinlich. So,